Und nein, manchmal war es sicher keine Kleinigkeit zu sehen, wer wirklich bei mir steht und wer nur seine Zeit vertreibt. Doch es hängt davon ab, ob deine Wege führen zur Einigkeit oder ob der Meilenstein im Kampf und in der Kleinigkeit verbleibt. Ich hatte Jahre keine Zeit hinzusehen, die Ursache von Chaos und Leid zu verstehen. So weinte ich im Stillen ein paar einsame Tränen und fuhr damit fort, mich im Kreis zu drehen. Zwänge und Erwartungen weit gefehlt, mittendrin in Suggestionen der Außenwelt. Hab ich mich in Illusion selber ausgezählt, so ist in der dritten Dimension mein Traum verwelkt. Ich hab mit allem, was ich war, an die Gemeinschaft geglaubt, hab mich dabei wohl zu hart eigener Freiheit beraubt. Hab jedem zugehört, Verzweiflung angestaut, da im Chaos und hin und her keine Zeit blieb zu vertrauen. Bin gelähmt in meinem Bauch, hab ich Arbeit nicht getan, da ich trotzdem Perspektiven unserer Basis nicht sah. Blockiert, ausgelaugt, war mein Karma im Tal. Mein Verstand, der bot mir Kriege, es war gar nichts mehr klar. Musste alles loslassen, was mich bis dahin umgab. Bekam nichts mehr zu fassen, sah mich in Phasen im Sarg. Manch ein schwarzer Tag, doch bleib ich nicht in der Dunkelheit. Bin fest überzeugt, dass Ehrlichkeit und Liebe Wunden heilen. Mein Funken bleibt am Start, sucht brennbares Holz. Seh, dass er frei sein soll, sich nicht unter Menschen verliert. Seid euch sicher, ich bin nicht durch Enttäuschung verwirrt, denn in Freiheit wird der größte Traum im Augenblick serviert. Ich hatte Jahre keine Zeit hinzusehen, die Ursache von Chaos und Leid zu verstehen. So weinte ich im Stillen ein paar einsame Tränen und fuhr damit fort, mich im Kreis zu drehen. Zwänge und Erwartungen weit gefehlt, mittendrin in Suggestionen der Außenwelt. Hab ich mich in Illusion selber ausgezählt, so ist in der dritten Dimension mein Traum verwelkt. So finde ich trotz Kampf mit dem Wahnsinn immer wieder den neuen Pfad. Wenn der Verstand ist eine Farce, das hier und jetzt die Basis. Wer die Gründe gesehen hat, der kann gehen ohne zu klagen. Blieb man auch bei Zeiten stehen, wie gelähmt und apathisch, ist doch das Neue immer greifbar für den, wer wirklich da ist. Durch verschiedenste Phasen kämpft sich menschliches Dasein durch den Schatten der Götter, der Menschen höchstes Idealbild. Verkörpert durch echte Präsenz in allen Sphären der Statik, zeigt sich Liebe im Jetzt, der echte Weg offenbart sich. Unwiderlegbare Klarsicht bahnt sich den Weg in unseren Atem. Wenn du bescheiden bist, kannst du das alles erfahren. Es gibt Abstand von den Jahren des Kampfes mit Kleinigkeiten. Den Fokus auf das Ganze möchte ich mich vorbereiten, in der eigenen Gabe den guten Vibe zu verbreiten. Auf dass alle unsere Taten der ruhige Geist begleitet, die Menschen sich ergänzen und dann langsam wirklich frei sind. Traum verfällt.